Moin, ein Wort von mir heute einmal zu diesem Rucksack. Der wirbt damit, als Handgepäck für Flugzeuge geeignet zu sein, einfach von seiner Struktur und Aufbau her. Ich bin mal gespannt. Ich werde ihn allgemein als Rucksack auch für Klassenreisen gerne nutzen wollen. Ich glaube, ich habe ihn gerade vielleicht schon ein bisschen beschädigt mit meinem Messer. Werden wir gleich mal gucken. Und wir schauen uns den jetzt erstmal an. Kommt von der Marke Matein. Ist mir erstmal kein Begriff gewesen. Aber dennoch habe ich mich dazu dann entschieden, weil von der hat mich irgendwie, ja, von dem, was er versprochen hat und von der Optik her dann doch überzeugt. So, so sieht das Ganze erstmal aus. Hier steht nochmal Matein, das können wir ja schon mal entfernen. So. Und im Endeffekt ist das so erstmal der Rucksack, wie er dann aussieht. So, ich werde hier mal ein bisschen höher gehen, eben in der Einstellung. Dann haben wir hier erstmal eine kleine Tasche. Da kann man was reintun. Wir haben hier noch eine Seitentasche und wir haben auch eine quere Tasche. Also da ist einiges an Raum. Und bevor wir uns das Innenleben anschauen, einmal auf der Rückseite. Wir haben hier so einen extra Bereich noch, der gefüllt werden kann. Das hier ist auch nochmal extra gepolstert, dass wenn hier was drin ist, uns das nicht weiter stört. Das finde ich ist eine sehr schöne Sache. Auch die Gurte hier haben ein nettes Polster hier drunter. Und wir haben Riemen um die Größe zu verändern. So, ist relativ Standard, würde ich behaupten, aber trotzdem nett, dass es dabei ist. So, dann machen wir weiter. Wir haben hier einen klassischen Henkel, der ist in sich ein bisschen ja, stabiler, hat aber auch eine Halterung. Dann haben wir hier die erste Tasche. Die können wir auch befüllen, wie wir das möchten. So sieht die aus. So, und dann haben wir hier auch noch den extra Bereich, den wir auch noch eben hier nochmal stabilisieren mit diesem Klettverschluss hier. Also das schon mal soweit ganz gut durchdacht. Und dann haben wir natürlich noch die vordere Tasche. Die sitzt nämlich hier dann einmal. So, kurz gucken, dass wir mit dem Platz klarkommen. So. Und die ist auch nochmal so aufgeteilt, dass wir hier wirklich das vernünftig packen können. Mit sehr viel Innenleben. Taschen, Bereichen, hier ist Platz davor, und hier so einen kleinen Bereich und ja, das ist es im Endeffekt dann auch. Das Ganze verspricht auch wasserdicht zu sein, kann ich jetzt nicht beurteilen, ehrlich gesagt, auf die Schnelle von der Qualität her könnte das aber gut hinkommen. Das ist ein ja, interessantes Material, wie wir ja schon sehen können, das Ganze so überall so leicht abgerundet, also es ist genauso, das ist von der Abmessung her in diese kleinen, man kennt sich ja aus dem Flughafen, Käfige passt, damit da nichts schief geht. Und ja, macht einen ganz guten Eindruck.